Das ist die 20-jährige Melly. Melly ist Single und lebt in einer Welt des Überflusses. In dieser Welt ist immer alles für jeden und sofort verfügbar. Um zu spüren, dass sie lebt, sucht sie ständig nach neuen Reizen. So hat Melly nun eine Wochenendreise zur Sonne gebucht. Und weil sie diese Reise nicht alleine antreten will, besorgt sie sich dafür eine neue beste Freundin, die zu ihr perfekt passen muss. Bei Kenny und Co. gibt sie dazu ihre Bestellung ab. Drei Eigenschaften sind ihr dabei besonders wichtig. Sie darf nicht klüger und hübscher sein als sie selbst, muss anpassungsfähig sein und soll ihr aufs Wort gehorchen. Nachdem sie ihre Bestellung abgeschickt hat, erscheint ihre neue beste Freundin Nati. Zusammen fliegen sie dann mit dem Space Taxi zur Sonne. In New York sind angekommen, fällt ihr sofort das sagenumwogene antike Bügeleisen-Kaufhaus auf. Die Besonderheit dabei ist, dass die Ware wie in der Antike auf Ständern hängt. Diese wird dann mit einer realen Währung an der Kasse bezahlt. Echt abgefahren. Normalerweise empfiehlt mir mein elektronischer Spiegel, welcher aktuelle Modetrend zu mir passt. Der Spiegel präsentiert mir diese Kleidung an meinem eigenen Spiegelbild. Und ich drucke dann eine Maßanfertigung mit meinem 3D-Drucker aus. Nach der Shoppingtour essen sie ganz viel leckeres Sonneneis. Am zweiten Tag ist Wellness angesagt. Zu diesem Zweck gönnt sie sich eine Fettfrosting-Behandlung. Das Ergebnis ist beachtlich. In kurzer Zeit verliert Melly ihre überschüssigen Funde und ist nun bereit für den berühmt-berüchtigten Liquid Sun Beach. Dort trifft Melly auf den Beachboy-Robot und spürt einen neuen Reiz in ihrem Leben. Ihre erkaufte beste Freundin lässt sie am Strand zurück und verbringt diesen einen Abend zusammen mit Robert.